Liebe Zuschauer, schön, dass Sie München TV eingeschaltet haben. Ja, er ist eine Legende. Er zählt zu den besten Headhuntern, kann man fast sagen, weltweit. Und heute bin ich bei ihm, bei Jon Nedeljko. Herr Nedeljko, schön, dass wir mal ein bisschen über die Lebenserfahrung, die Sie mitbringen, sprechen können, denn sie betrifft vorwiegend natürlich Manager, Führungsqualitäten. Wie sind Sie denn in diese Headhunter-Branche hineingekommen? Relativ einfach. 20 Jahre Automobilindustrie im Vertrieb, Marketing, international, zum Teil weltweit. Dann habe ich festgestellt, in der Autoindustrie, wenn man nicht aus dem Engineering kommt, kann man wenig durchsetzen. Ja, der Vertrieb hat in der Automobilindustrie, wo das Produkt unheimlich wichtig ist, die Technologie wichtig ist, hat der Vertrieb eine Nebenrolle. Somit bin ich in die Beratung. Roland Berger, wir haben wirklich wichtige Projekte gemacht für die Automobilindustrie. Porsche, Volkswagen-Konzern, Audi, Peugeot, Hyundai, geholfen nach Europa zu kommen. Und dann passierte immer das Gleiche. Wir haben sehr komplexe Studien gemacht, die Nächte durchgearbeitet, uns Pizza um Mitternacht bringen lassen, damit mein Team für den nächsten Tag alles fertig hat. Und dann verschwanden unsere Studien, die vom Vorstand sehr begrüßt wurden, oft in der Bibliothek, im Regal, und es wurde wenig umgesetzt. Warum war das so? Oft werden Berater ins Haus geholt, weil man überlegt, vielleicht können wir was anders tun. Oft wird der Berater nicht richtig eingesetzt, am richtigen Ort, fürs richtige Thema auch im Unternehmen. Aber ich glaube, das Grundsätzliche ist, dass Management muss den Willen haben zu einer Veränderung. Und oft bringt der Berater wichtige Erkenntnisse, aber dann hapert es an der Umsetzung. Und die Umsetzung ist eine Frage des Managements. Ganz schwierig, dass ein Berater die Umsetzung in einem Unternehmen verantwortet. Vor allen Dingen, das mag im Silicon Valley anders sein, aber bei uns sind die Strukturen gefestigt, sind die Organisationen nicht so flexibel. Und ich habe mich dann unterhalten mit wirklich erfolgreichen Unternehmern, mit erfolgreichen Managern weltweit, USA, Japan, Mexiko. Und dann habe ich festgestellt, wenn ein Unternehmen die richtige Führung hat, ist Beratung immer gefragt, aber sie wird dann anders ausgewählt, anders eingesetzt und die Erkenntnisse werden anders umgesetzt. Und so dachte ich, Headhunting. Für ein Unternehmen in einer Problemsituation den Richtigen zu finden. Wobei das unerheblich ist, ob das der Mann an der Spitze ist oder vielleicht der Leiter eines Werkes oder der Verantwortliche für Innovation, für Marketing. Und ich habe festgestellt, es macht unheimlich Spaß, in so einer Problemsituation die richtige Persönlichkeit fürs Unternehmen zu finden, die passt, und dann auch diesen Menschen zu begleiten, zu beobachten, wie er Veränderungen einbringt. Nun ist es so, Herr Nedeljko, Sie beraten Weltfirmen, Sie hunten für Weltfirmen. Erzählen Sie doch mal, wie wichtig ist da das richtige Gespür? Ich meine, Sie sind ein internationaler Manager auch selbst. Wie wichtig ist das Gespür? Also Sie kommen jetzt zum Beispiel zu einem großen Unternehmen und Sie sagen, wir brauchen einen Vorstand. Ja, dann reicht es ja nicht, dass man sagt, naja, wir gucken da mal, sondern das muss ja auch dann in das Unternehmen integriert werden, der muss passen, der muss also viele Schwellen erstmal bei Ihnen durchlaufen. Erzählen Sie mal, wie wichtig ist da Ihre Erfahrung? Gerne. Ich möchte aber zunächst mal eins richtigstellen. Weltkonzerne, ja, wir haben auch Unternehmen mit 50 und mehr Milliarden beraten. Wir beraten aber auch kleine mittelständische Firmen, Familienunternehmen, die vielleicht nur 500 Millionen machen, die durch eine Veränderung in der Führung deutlich stärker zum Erfolg kommen und deutlich stärker wachsen. Ja. Und wir suchen nicht nur Vorstände,
ich habe einmal den Inhaber eines Unternehmens, der sagte mir, können Sie mir eine Agentur empfehlen, ich brauche ein Ehepaar, um mein neues Haus zu bewirtschaften, habe ich gesagt, machen wir auch, nicht? Also wir sind Dienstleister. Okay, aber jetzt komme ich zum anderen Punkt. Wenn eine Position neu besetzt wird und wir haben das Glück, den Richtigen oder die Richtige zu finden und diese Person fängt an, dann ist die Unterstützung beim sogenannten Onboarding, beim Einleben in die Organisation enorm wichtig. Das fängt sogar damit an, dass wir, wenn das Unternehmen sich für einen von uns Empfohlenen entschieden hat und diese Person trennt sich oder kündigt an, dass sie ihr Unternehmen verlässt, und das ist dann alles öffentlich und offiziell, versuchen wir schon vor dem Eintritt in das neue Unternehmen die Führungspersönlichkeiten zusammenzubringen mit der neuen Kollegin und neuen Kollegen, um da wirklich eine harmonische Eingliederung vorzubereiten. Die richtige Frequenz. Ja, ja. Ja. Das ist entscheidend wichtig. Mhm. Die Begleitung des Unternehmens in dieser Phase tun wir sehr gerne und die ist genauso wichtig wie die Auswahl der Führungskraft. Nun kennen wir uns schon seit so vielen Jahren und Sie sind ja auch jemand, Sie haben unglaubliche Moderationsfähigkeiten. Es ist ja auch immer wie so, was wir jetzt machen, es ist ein gutes Gespräch, aber man muss natürlich auch immer wieder die richtigen Sensibilitäten ja, zusammenbringen. Sie selbst sind lange Jahre in Argentinien aufgewachsen. Kann man denn sagen, diese unterschiedlichen Mentalitäten, also jetzt zum Beispiel dieses Heißblütige der Argentinier, dann eben hier in Deutschland das Konservative oder in der Schweiz und noch, dass da diese unterschiedlichen, sagen wir mal, ja, Mentalitäten auch im Management oftmals eine Rolle spielen, der sagt, jetzt brauche ich für einen Vertrieb, da brauche ich jetzt nicht irgendwie so einen Langweiler, sondern ich brauche da jemanden, der richtig mal Temperament reinbringt. Die grundsätzliche Antwort ist ja. Aber dann, wir leben ja in einer Welt, die sich unglaublich verändert hat in den letzten 20 Jahren. Nicht, wenn man sich überlegt, was geschah vor 20 Jahren in Südkorea, in China und wie das heute ausschaut. Es ist faszinierend. Und dadurch braucht man auch bei Führungskräften eine völlig andere Grundeinstellung heute als damals. Zum Beispiel. Und ich möchte mit einem Punkt aufräumen. Ob einer die Sprache spricht oder nicht, ist nicht so wichtig. Es hilft immer. Aber ob jemand von unserer Kultur nach Japan reist, um dort ein Geschäft zu machen, oder nach Mexiko, oder nach England, die Einordnung, der Wille, die Menschen dort zu verstehen, abzuholen, zu gewinnen, überzeugen. Zu überzeugen, ist enorm wichtig. Ob jemand da jetzt einen besonders extrovertierten Charakter hat oder eher ein ruhigerer Typ ist, halte ich nicht für entscheidend. Entscheidend ist, kann er zuhören? Mhm. Hat er sich mit der Kultur, in die er vielleicht zum ersten Mal reist, beschäftigt? Mhm. Und deswegen meine ich immer, für Unternehmen ist es ganz, ganz wichtig bei der Auswahl einer Führungskraft, unter anderem nach Menschen zu suchen heute, vorausgesetzt das Unternehmen ist weltweit aktiv oder die Produkte werden weltweit vermarktet, ist es immer wichtiger, auf Menschen zurückzugreifen, die in jüngeren Jahren bereits im Ausland gelebt und gearbeitet und gewirkt haben, in unterschiedlichen Kulturen. Die tun sich einfach leichter in so einer Situation. Und ich habe, das ist vor allem heute bei der Erziehung von jungen Menschen wichtig, nicht? Einer meiner Söhne war jetzt ein Semester in Seoul in Korea, Jura studiert, dann hat er einen Kommilitonen in der Mongolei besucht. Ja, was so ein junger Mensch dann, wenn er in den Beruf einsteigt, bringt, das ist einfach faszinierend, nicht? Vor allen Dingen auch sich auseinandersetzen mit anderen Kulturen. Wenn ich in Korea bin und ich unterhalte mich dort mit jungen Studenten an der Uni und ich sehe, was für ein Mindset die haben, was für einen Hunger die haben, erfolgreich zu sein, da müssen wir uns überlegen, was entwickelt sich bei uns,
Wie ist unsere Jugend vorbereitet auf die Herausforderungen der Zukunft? Ist auch ein Wettbewerb der Kulturen, gerade bei den jungen Menschen. Faszinierend. Ja, ja. Ja. Was wir immer wieder spüren, auch wenn wir beide sprechen, wichtig ist natürlich auch Empathiemanagement. Ja? Also ich glaube, wir leben heute in einer Zeit, wo in den Unternehmen der Mensch wieder ganz fest in den Mittelpunkt muss. Und nicht nur Compliance und nicht nur, klar braucht es auch Compliance, aber es braucht natürlich auch eine gute Stimmung im Haus. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt bewusst keinen Namen, aber da kenne ich also so jetzt einen Vorstand, einen neuen Vorstand in Wolfsburg, ja, der ist so trocken wie Hundekuchen. Ja. Also wenn der spricht, da denke ich mir, um Gottes Willen, wie kann man da Hunderttausende von Menschen abholen? Ja? Da reicht es nicht, wenn man schön angezogen ist, ja, sondern wie erreicht man die Menschen im Herzen? Wie bringt man ein Herzensfeuer zum Leuchten? Und ich glaube, das ist auch zukünftig ganz, ganz entscheidend. Helle Schön. Abendfüllendes Thema. Mhm. Aber es gibt heute einige wenige Regeln, die von Führungskräften erkannt werden sollten, beherzigt werden sollten. Eine der wichtigsten ist, führen durch Vorbild. Der Professor Malik, Hochschule St. Gallen, sagt immer, Vorstände müssen öfters mit den Öffentlichen fahren. Das ist so wichtig. Diese Isolation, die immer noch Führungskräfte leben. Zum Teil eigener Aufzug für den Vorstandsvorsitzenden. Ja, Limousine mit schwarzen Fenstern, Privatjet, nicht? Eigenes Casino. Ja, dieser Mensch hat dann relativ wenig Kontakt zum Markt. Und wenn ein CEO, der Leiter eines Betriebes, näher ist bei den Menschen, steigt seine Glaubwürdigkeit. Er kann die Leute leichter motivieren, er kann leichter verstehen, wo die Probleme liegen. Ist ein großer Unterschied, ob der Leiter einer Fabrik, eines Werkes, wenn ein Problem entsteht, die Leute in sein Büro holt, oder wenn er zur Maschine geht und vor Ort sich mit den Leuten in ihrer Sprache auseinandersetzt. Zum Beispiel Heinz Nixdorf, den ich mal erleben durfte, der kam immer in Paderborn, kam er rein, war ja schon damals groß am Büro und hat immer als erstes die Fenster geöffnet. Ja. Und dann haben wir gesagt, Mensch, Herr Nixdorf öffnet für uns, lässt die frische Luft rein. Ich glaube, das ist auch wichtig, ja, dass man einfach auch auch als CEO einfach mal menschlich sein darf, auch mal einen netten Smalltalk macht oder mal fragt, wie geht es Ihrem neugeborenen Sohn oder was auch immer. Ja? Das glaube ich, ist auch sehr wichtig. Die Nähe zu Menschen ist wichtig, nicht? Und das Zuhören können. Mhm. Die richtigen Fragen stellen, zuhören, eine gewisse Bescheidenheit vorleben. Kleine Anekdote: Mövenpick in der Schweiz. Wir suchten den Deutschlandchef, besuchen dort den Vorstandsvorsitzenden. Und der war nicht da, wir stehen vor der Tür und warten, schönes Wetter, kommt ein Auto vorbei, da sage ich meinem Gast, meinem Kandidaten, da kommt der CEO, sagt er, wieso? Der ist eben vorbeigefahren. Sagt er, wieso packt er nicht vor der Tür? Mhm. Als der CEO nun zu uns kommt, sagt, meine Herren, ich bringe Sie hoch in mein Büro, schön Sie zu sehen, sage ich ihm, unser Gast ist ein bisschen verunsichert, weil Sie keinen Privatparkplatz vor der Tür haben. Oh, sagt er, wissen Sie, das ist bei uns ganz einfach. Wenn ein Mitarbeiter um 7 Uhr morgens kommt, darf er vor der Tür parken. Mhm. Und wenn der Chef erst um 10 Uhr kommt, muss er sich auf dem Hinterhof einen Platz suchen. Und da sagt er, bei uns haben nur unsere Kunden einen reservierten Parkplatz. Sehr schön, sehr schön. Und das sind die Kleinigkeiten. Herr Nedelko, Sie sind ja wieder mal mit Ihrem wirklich tollen Unternehmen einer Zeit voraus. Sie machen auch Leadership Consulting. Da möchte ich gleich mit Ihnen drüber sprechen. Gerne. Herr Nedelko, Leadership Consulting. Was wieder für ein weiser Zukunftsweg? Was verstehen wir darunter genau? Ich muss ein bisschen ausholen. Das wohl wichtigste Wirtschaftsmagazin in den USA ist Fortune Magazine. Die küren einmal im Jahr das Management Dream Team. Und vor 2 Jahren wurde ein brasilianischer Manager, Carlos Brito, Vorstandsvorsitzender der größten Brauereikette der Welt, AB InBev, zum CEO dieses Dream Teams gekürt. Und ich habe mich mit ihm beschäftigt und habe durch Zufall dann einen sehr lieben Kollegen und Kunden, der war auch Aufsichtsrat bei AB InBev,
nach ihm gefragt. Und das hat mich fasziniert. Und Brito sagt immer, wir wachsen auf in unserem Elternhaus, dann gehen wir in die Schule, dann kommt die Hochschule, vielleicht sind wir Sportler, dann sind wir in einem Team tätig und da läuft alles nach gewissen Regeln. Und dann kommen wir in das, was wir Corporate Life nennen. Wir kommen in ein Unternehmen und auf einmal ändert sich alles. Mhm. Und er sagt, man kann Erkenntnisse aus dem Sport unheimlich gut übertragen in ein Unternehmen. Beispiel: Der Vorstand eines Unternehmens hat eine unglaublich komplexe Aufgabe, hat eine Riesenverantwortung für Tausende von Mitarbeitern, für die Shareholder, Aktionäre, Inhaber, für die Kunden, für die Community, in der das Unternehmen zu Hause ist. Und oft ist er alleine. Er hat einfach nicht die Unterstützung, die man ihm geben sollte, damit seine Leistung optimiert wird. Mhm. Wenn ich mir im Sport Formel 1 anschaue, ein Michael Schumacher, als der Rennen fuhr, der reiste mit 7, 8 Leuten. Der hatte einen eigenen Masseur, einen Spezialisten für Ernährung, einen Psychologen, der ihn vor dem Rennen entsprechend einstellte, einen Pressechef. So. Und die Top-Sportler wie ein Tiger Woods im Golf, die gehen jeden Tag mit dem Trainer auf den Platz und sagen nicht, ich bin jetzt so gut, ich brauche das nicht mehr. Und dann haben wir überlegt, oft ist es besser, wenn wir gerufen werden, wir haben ein Problem, Herr Headhunter, wir brauchen einen neuen Vorstand für einen bestimmten Bereich. Dann sagen wir, warum brauchen Sie einen neuen? Wir überprüfen die Situation in diesem Bereich, wir machen eine Umfeldstudie und oft haben wir festgestellt, dass man, bevor man eine Position neu besetzt, Probleme, die bestehen, begreifen muss, angehen sollte, ändern kann und dass man sehr oft auch Führungskräfte durch flankierende Maßnahmen so unterstützen kann, dass die Leistung steigert, das Risiko für das Unternehmen, das immer verbunden ist, mit einer Neubesetzung wird minimiert und die Kontinuität ist auch für die Motivation der Mitarbeiter, der Belegschaft oft ganz, ganz wichtig. Mhm. Und somit bieten wir unseren Klienten nicht nur die Besetzung von Positionen an, sondern wir nennen das Talentmanagement. Wir können bei jungen Leuten Empfehlungen aussprechen, wie die optimal weiterentwickelt werden können. Wir können bei Führungskräften, die vielleicht in ihrem heutigen Umfeld nicht so optimal ihre Leistung bringen, für Korrektur suchen. Wir können durch Coaching-Maßnahmen oder indem wir im Unternehmen einen Mentor finden, der von uns dann vorbereitet wird, dafür sorgen, dass Führungskräfte, genau wie bei einem Sportler, vor kurzem las ich ein Interview mit Herrn Bierhoff. Und Bierhoff sagte, dass er immer öfters Erkenntnisse, die er aus dem Fußball, aus der Führung von Fußballteams gewonnen hat, einbringen kann in Unternehmen und dadurch das Management auch beschleunigen kann, verbessern kann, Bürokratien abbauen kann. Und das ist, was wir unter Leadership Consulting verstehen. Wie wichtig ist da der Part der Motivation? Also ich stelle halt immer mehr fest und immer wieder fest, dass eben einfach die Motivation manchmal eben durch Compliance-Regeln einfach vernichtet wird, ja? Dass die Menschen sich nicht wohlfühlen, dass sie ihr Herz nicht öffnen, dass die Stimmung nicht gut ist, dass sie einfach auf der Sachebene funktionieren. Aber Menschen leben von menschlichen Gefühlen, von Energien, die dann fließen, wenn man sich wohlfühlt. Ja? Und das ist ja auch das, was Sie gerade sagten, also auch zum Beispiel Philipp Lahm hat sich ja auch
jetzt entschieden, die Erkenntnisse aus dem Fußball auch jetzt wirklich als Coach dann in Firmen reinzubringen. Denn im Fußball, da muss der Pass genau stimmen. Da muss wenn also Ribéry läuft und Alaba schießt vorher, dann muss halt der Pass bei 38,50 Meter ankommen. So, dann weiß er, wir verstehen uns. Klar. Diese Verbindungen, diese zum Teil dichten Kanäle, die sind dicht, da ist einfach so viel Unangenehmes drin in manchen Kanälen. Wie kriegt man das wieder hin? Die Frage war, wie wichtig ist Motivation? Ja. Und die Antwort ist entscheidend. Ja. Für mich ist das absolut entscheidend. Nur, wie motiviert man Menschen? Natürlich kann man ein Motivationstraining einbringen. Natürlich kann man die einladen und kann mit ihnen ein Event, eine Veranstaltung, ein Seminar. Und das ist für mich der entscheidende Anfang. Ja. Einfach dort Erkenntnisse wecken, eine Veränderung herbeiführen, Begeisterung erzeugen, eine andere Atmosphäre einbringen. Aber dann, und ich bin früher immer gerne nach New York für eine Woche gereist und habe, als ich zurückkam, dann gesagt, ich habe meine Batterien wieder aufgeladen. Heute tue ich das im Silicon Valley. Palo Alto, eine Woche dort mit jungen Leuten, beim Mexikaner zu Mittag, am Abend sehen, was ich dort tue. Red Lion Hotel, ja, San Jose, sich mit denen zu unterhalten über ihr Alltag im Unternehmen. Das ist eine andere Welt. Da wird die Kreativität wird gefördert. Mir sagte einer, der uns hier in München besuchte, ich wollte ins Fitnessstudio gehen, der hat mir festgestellt, da fangen diese Kurse um 9.30 Uhr an, nicht? So Aerobic-Kurs oder Spinning auf dem Bike und so weiter. In Palo Alto fangen die um 6 Uhr morgens an. Die Leute haben ein ganz anderes Mindset. Die sind unglaublich leistungsbereit. Und dazu, das ist auch Teil der Motivation. Und was auch dazu gehört, ist die Bürolandschaft, in der die Menschen arbeiten. Ich bin jetzt zurückgekommen aus Chicago und habe im Flugzeug eine Bloomberg-Sendung gesehen über PayPal. Und das wurde in deren Büros gefilmt, Interviews mit Executives im Arbeitsplatz. Ja, da hat der CEO kein eigenes Büro mit einem Doppelsekretariat, das abgeschirmt ist. Der arbeitet mitten in einem Großraum mit seinen Mitarbeitern und seinen anderen Kollegen. Und das ist auch Motivation. Und ich glaube, wir können unheimlich viel in Unternehmen bewegen, in denen wir Motivation erstmal einbringen, wo wir uns dann aber bemühen, auch die Dinge, die peripher dazu gehören, Steinway & Sons, Klavierbauer, Spitzenprodukte, fantastisch. Wenn man sieht, was für Stars auf der Welt mit Steinway ihre Konzerte geben. Und ich war im Werk in Hamburg, wo diese wundervollen Pianos hergestellt werden, und stelle fest, das sind alte Baracken. Echt? Und ich vergleiche das dann mit Ferrari. Ein Steinway ist genauso gut wie ein Ferrari. Und der Aufsichtsratsvorsitzende von Ferrari, Luca di Montezemolo, hat vor etwa 15 Jahren gesagt, was machen wir? Wir entwickeln und bauen Spitzenprodukte für sehr, sehr anspruchsvolle Kunden. Und in welchem Umfeld sind unsere Mitarbeiter tätig? In alten Baracken. Und er hat gesagt, müssen wir verändern. Hat ein Programm auf die Welt gebracht, das heißt Formula Uomo, die Formel Mensch, und hat innerhalb von 5 Jahren jedes Gebäude bei Ferrari von einem Star-Architekten neu entwickeln lassen, abgerissen, neu gebaut. Wenn man das heute sieht, das ist ein Paradies. Und das wirkt sich so aus auf die Motivation der Menschen, auf die Motivation ihrer Familien, die sagen, mein Mann hat einen ganz besonderen Job, meine Mama, die hat ein ganz tolles Büro, nicht? Das ist auch Motivation. Jetzt würde ich gerne, wir machen eine kleine Pause, dann würde ich gerne mit Ihnen mal darüber sprechen, was macht einen guten Manager aus? Gerne.
Herr Nedelko, was macht einen guten Manager aus? Zunächst einmal ist das abhängig von Dingen wie Branche, kulturelles Umfeld und der Situation eines Unternehmens. Aber ganz grundsätzlich, Jim Collins, der wohl bekannteste Management-Guru in Amerika in den letzten 10, 15 Jahren, sagt immer, die besten Vorstandsvorsitzende, die er kennengelernt hat, haben einen Charisma-Bypass. Das heißt, das sind Menschen, für die nicht das Ich im Vordergrund steht, sondern das Wir, für die die Mitarbeiter, die Kunden, das Unternehmen, die Anteilseigner im Vordergrund stehen und die sich durch eine gewisse Bescheidenheit auszeichnen. Bescheidenheit führt dazu, dass man dann eher bereit ist, durch Vorbild zu führen, eher als Vorbild erkannt wird, als wenn ein Big Ego im Vordergrund steht. Dann, glaube ich, ist eine, auf der Harvard Business School wird das genannt, Catalytic Management. Das heißt, ein Managementstil, der sich verändert, wenn die Situation, mit der man konfrontiert wird, anders ist. Hat man ein tolles Team, dann gibt man Leuten Freiraum. Und Verantwortung. Ja, dann können die wirklich, sie haben ein Ziel und sie können das Ziel erreichen, wie sie es für richtig halten. Ist man in einer Krisensituation, da muss man autoritär und sehr, sehr konsequent und sehr schnell führen können. Eine weitere, in der heutigen Zeit immer wichtiger werdende Voraussetzung ist die absolute konsequente Offenheit für Neues. Und wenn man selber nicht in der Lage ist, eine neue Entwicklung, Automobilindustrie im Moment, ist so wichtig in diesem Zusammenhang, zu erkennen, zu übernehmen, Maßnahmen einzuleiten, muss man ganz, ganz schnell sich die richtigen Leute dazu holen. Es wird bei uns immer mehr gesprochen über Digitalisierung, über was sich im Silicon Valley tut. In der Automobilindustrie stellt man fest, vor allen Dingen die neuen Generationen werden eine völlig andere Wahrnehmung haben des Produkts Automobil. Es geht dann um Mobilität. Es geht nicht um das Besitzen eines Autos. Es geht um Convenience. Und aus USA kommen eine Menge von Neuerungen. Vor kurzem las ich ein Interview mit Herrn von Bechtolsheim, der in jungen Jahren in Silicon Valley ging, aus Bayern, dort Stanford Business School gemacht hat, dann Gründer wurde eines Computerunternehmens. Und der hat die beiden Google-Gesellschaften finanziert, anfinanziert. Mit 100.000 Dollar hatte damals die Gründer von Google finanziert und dieser Einsatz ist heute über eine Milliarde wert. Mhm. Nicht? Und er sagte, die Ideen in Europa sind genauso gut wie die hier in Kalifornien. Nur, hier ist die Finanzierung viel schneller gefunden und hier ist Kreativität derart gefordert, dass die Ideen schneller umgesetzt werden. Wir sprachen vorher kurz über VW. Vor einigen Jahren hat VW festgestellt, wie wichtig Elektronik und alles, was damit zusammenhängt, für die Zukunft des Produktes ist. Und dann haben die in Berlin eine Tochtergesellschaft gegründet, weil Berlin aufgrund der technischen Universität, der dortigen Ausbildung, der kulturellen Vielfalt, da ist es viel schneller gegeben, die richtigen jungen Leute zu holen, um in Teams einzubinden, die Erneuerung vorantreiben. Und ich bin überzeugt davon, dass fürs Management unserer Unternehmen, egal ob Mittelstand und Klein oder ob Weltunternehmen, Konzern, Milliarden, muss man nicht nur von unten die richtigen Talente hereinholen, sondern auch Veränderungen in Aufsichtsräten herbeibringen. Ich kenne nur ein Unternehmen in Europa, das einen Vorstand aus dem Silicon Valley im Aufsichtsrat hat. Das ist Ferrari in Maranello. Die haben es geschafft, vor 4 Jahren den Eddie Q, Vorstand von Apple,
in den Aufsichtsrat zu holen. Das hat dem Unternehmen unheimlich viel Innovation gebracht und den Zugang zur Technologie von Apple, die Ferrari früher als Mercedes, Volvo und andere in ihre Produkte eingebracht haben. Was ein ganz wichtiger Punkt ist, das ist auch das emotionale Management, also emotional selling, also alles wird wieder menschlicher. Der Mensch, also ich habe das Gefühl, dass bei uns in Deutschland, das kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber gegenüber jetzt USA, gegenüber auch China, gegenüber asiatischen Unternehmen, alles noch so steif ist, ja, dass eben alles kontrolliert ist, x Unterschrift müssen her und das sind natürlich dann auch Entscheidungsverzögerungen bis hin zu Entscheidungsinfarkten. Das heißt, es kommen keine Entscheidungen zustande, es wird immer wieder übermietet, immer wieder ein Meeting und noch eins drauf und keiner entscheidet richtig. Und ich glaube, Entscheidung ist auch, da kann man sich auch mal irren, ja, aber dieses Verzögern produziert auch Ängste. Man sagt, es passiert nichts und dann gibt es wieder irgendwie Veröffentlichkeiten über die Medien und also im Unternehmen, das stimmen die Zahlen nicht. Und also einfach diese Transparenz fehlt mir so ein bisschen. Wie kann man da in Deutschland ein bisschen schneller eben einfach werden? Ist von Fall zu Fall sicher anders. Ja, ja, klar. Ich glaube, ein Bereich, der genau dafür prädestiniert ist, um im Unternehmen zu agieren, ist der Personalbereich. Und leider ist in vielen Unternehmen, unsere Unternehmen sind im Engineering, in der Produktentwicklung Weltklasse, im Manufacturing, Fertigung, Champions League. Mhm. In vielen Unternehmen ist leider das Personalwesen nicht auf dem gleichen Niveau. Mhm. Es wird eher verwaltet. Und modernes Personalwesen hat zu tun mit Werte schaffen fürs Unternehmen. Mhm. Und wenn ein Personaler an den Finanzvorstand berichtet, ist das nicht optimal. Er sollte an den CEO berichten und sollte Freiheiten haben, um genau in diesem Bereich wirklich Impulse zu geben, zu agieren. Und oft sagt man, wir schicken 3 High Potentials an Business Schools. Vielleicht ist es besser zu überlegen, ob man nicht Veranstaltungen in-house macht, um gerade diese Veränderungen voranzutreiben, um alte Strukturen aufzubrechen, um junge Mitarbeiter mit langjährigen Mitarbeitern zusammenzubringen, Brainstorming zu machen, mit einem Motivator von außen, mit einem Coach von außen, um ein ganzes Wochenende lang miteinander zu diskutieren, was müssen wir verändern. Sich zu spüren auch. Genau. Ja? Lebenserfahrung zu spüren. Und am Montag kommen die dann ins Büro und sind verändert. Sind verändert, ja, klar. Nicht? Ja, ja. Und das muss wesentlich öfters gemacht werden. Und das ist eine Frage, das muss im Team geschehen. Und wenn ich einen Mitarbeiter nach USA schicke und er macht ein Advanced Management Programm an einer spitzen Business School, ist das sicherlich gut für ihn oder für sie. Aber wenn ich eine ganze Gruppe zusammenbringe und in einem Resort am Wochenende mit einem Motivationscoach, mit einem Trainer, man kann das kombinieren mit einem Fitnessweekend, dann entstehen völlig neue Ideen, dann verändert sich die Atmosphäre und das überträgt sich dann auf den Rest des Unternehmens. Wenn ich Ihnen sage, die Zukunft ist weiblich, was sagen Sie da dazu? Also zunächst mal sehr sympathischer Gedanke und Ansatz. Man darf es aber nicht übertreiben. Wir sehen mit Sicherheit, dass bei uns weniger stark als in Amerika und auch weniger stark als in Japan, in Korea, ich habe da Beispiele, wo weibliche Manager eine unglaubliche Karriere hingelegt haben. Talente, weibliche Talente nicht so gefördert werden wie in anderen Kulturen. Ich habe 8 Jahre in Spanien gelebt. Mhm. Da hatte ich im Außendienst meines Unternehmens waren 40% der Mitarbeiter weiblich.
Und die waren genauso gut wie die männlichen Mitarbeiter, vielleicht kreativer, mehr Intuition und so weiter. Ja, empathisch. Ja, da glaube ich, gibt es bei uns noch Reserven zu mobilisieren. Mhm. Was aber ein Fehler ist, ist zu sagen, wir haben jetzt eine Vorstandsposition neu zu besetzen und wir wollen die nur mit einer Dame besetzen. Ich glaube, wir müssen uns darüber im Klaren sein. Um einen Ausgleich zu schaffen, um eine gerechte Verteilung zu erreichen, ist es deutlich besser, statt Quoten zu setzen, ein Programm zu haben, um weibliche Talente ganz, ganz jung ins Unternehmen zu holen und so zu fördern, dass sie absolut gleich berechtigt sind mit männlichen Kandidaten, um im Unternehmen Karriere zu machen. Das finde ich eine unglaublich wichtige Voraussetzung. Herr Nedelko, was mir noch mal am Herzen liegt, also auch aus unserer langjährigen Erfahrung, ich habe so das Gefühl, in Deutschland ist so die Marketingabteilung und die Verkaufsabteilung so ein bisschen ganz weit auseinandergerückt. Marketing ist wichtig, aber auch Vertrieb. Also ich mag das Wort Verkauf viel besser, weil wenn man zu wenig verkauft, spiegelt sich das in der Motivation. Die Motivation geht runter, die Zahlen sind schlecht, die Stimmung geht runter und. Wie wichtig ist, dass wir in Deutschland mal wieder auch die Verkaufsabteilungen ja, einfach mal so dementsprechend also auch würdigen, weil Verkauf ist das Wichtigste in einem Unternehmen. Wenn man nichts verkauft, bleibt man einfach auf der Strecke. Wie sehen Sie das? Also Verkaufen ist ja in erster Linie den Auftrag holen, in erster Linie Kunden zu finden, die Kunden zu begeistern, die Kunden abzuholen. Aber Verkauf ist auch für das Image des Unternehmens nach außen was zu erreichen. Und da müssen Marketing, Kommunikation, Verkaufsförderung und der reine Verkauf mit zusammenarbeiten. Es ist hochinteressant festzustellen, dass man vor 15 Jahren glaubte, in Zukunft werden Computer nur noch übers Internet verkauft. Michael Dell war der Pionier dafür. Und dann kommt Steve Jobs und sagt, wir wollen Apple Stores einrichten. Da haben die Leute gesagt, der spinnt. Und viele Leute, die vielleicht in Großmärkten, CompUSA in den USA, Mediamarkt, Saturn hier, sie nicht richtig betreut fühlten, haben übers Internet gekauft. Wenn man heute in den Apple Store geht, dann erlebt man einen völlig anderen Verkauf. Mhm. Da gibt es Menschen, die mit einer Begeisterung auf einen zukommen, kann ich helfen, eine unglaubliche Kenntnis des Produktes haben, eine Begeisterung mitbringen. Auch die Menschen abholen. Ja, die Menschen abholen. Ja. Und deswegen ist dieses Konzept in einer Zeit, wo man dachte, alles wird online, völlig anders aufgestellt und unglaublich erfolgreich. Ja. Und für mich ist das auch Verkaufen. Das heißt, wenn ich heute in einen Laden gehe und die Verkäufer sind beschäftigt mit dem Aufräumen oder sind beschäftigt mit dem Abschließen des Tages oder ähnliches, dann bin ich entsetzt. Denn was ich erwarte ist, wenn ich irgendwo hingehe, egal ob das im Supermarkt ist oder in einem Luxusladen, dass ich dann mit Begeisterung empfangen werde. Mhm. Dass ein Verkäufer auf mich zukommt und sagt, was kann ich für Sie tun? Mhm. Kann ich helfen? Und das gilt sowohl für den stationären Verkauf in einem Laden, wie auch für den Außendienstler, der reisen muss. Ich habe 7, 8 Jahre lang war ich im Außendienst tätig, selbst, und hatte das Glück, Vorgesetzte zu haben, die mit mir gereist sind und die mir beigebracht haben, Disziplin, Konsequenz. Es geht nicht um Extrovertiertheit, es geht um eine wirklich zielgerichtete Vorgehensweise, aber man muss innerlich begeistert sein dafür. Das war mir heute in dem Gespräch und ich glaube auch Excitement ist wichtig, dass man Spannung hat. Ja, liebe Zuschauer, das war's wieder. Ich glaube, ein spannendes Gespräch und ich denke, das war jetzt nicht nur ein Gespräch mit einem Headhunter, sondern auch mit einem Motivationshunter. Wir sehen uns wieder beim nächsten Le Jeune Talk. Bis dahin noch eine schöne Zeit.